Darmstadt in Amerika oder vielleicht in der Ukraine, ein Schiff, ein Flugzeug oder sogar ein Asteroid? Ja, das alles ist Darmstadt. Darmstadt? Das klingt vielleicht nach dieser schönen Stadt hier in Hessen, aber Darmstadt hat noch viel mehr zu bieten. Beginnen wir klein. Darmstadt gibt es auch in ganz klein in den USA. Nicht als winzige Nachbildung, sondern als echte Stadt in Illinois. Im Jahr 2020 hatte dieses Darmstadt stolze 49 Bewohner. Und auch in der Ukraine gab es mal eine Darmstadt. Aber heute trägt die Stadt den Namen Romanski. Die 49 Bewohner von Darmstadt in Illinois könnten locker auf eins dieser 7 Boote passen, die nach Darmstadt benannt wurden. Die meisten wurden für den Fischfang oder als Frachtschiff benutzt. Also leider kein Piratenschiff mit Lilienlogo. Aber Darmstadt ist nicht nur auf der Erde präsent, sondern auch im Himmel. Einige Privatflugzeuge tragen den Namen der Wissenschaftsstadt. Genauso wie 3 große Passagierflugzeuge. 2 Boeing 737 und ein Airbus A321. Also, haltet die Augen offen, wenn ihr das nächste Mal am Flughafen seid. Vielleicht fliegt ihr mit Darmstadt zurück nach Darmstadt. Doch auch weiter oben im Himmel, sogar nicht nur auf dieser Erde, ist Darmstadt vertreten. Im Jahr 2008 entdeckte ein Hobbyastronom einen Asteroid. Und nach kurzer Überlegung bekam er den Namen 241-418. Doch dieser Name hielt nicht lange an, denn schon im Juli 2010 erhielt er den Namen Darmstadt. Kennt ihr noch weitere Dinge, die nach Darmstadt benannt sind?